Nichts über das lockere Studentenleben, oder? Mal ein bisschen Uni, bisschen viel Party und ab und zu etwas Urlaub. So stellen sich das viele vor. Und vielleicht ist es ja auch bei ein paar so. Aber Studenten, die können auch ganz anders, also sozusagen staatstragend. An diesem Wochenende, da spielen Studenten hier in Duisburg große Politik und sie tun so, als wären sie UN-Botschafter. Und das ist gar nicht so einfach. Der chilenische UN-Botschafter fordert eine Stellungnahme von China. Nicht der echte. Studenten spielen hier eine Sitzung des UN-Sicherheitsrates. Auf Englisch, denn sie kommen aus Italien, Russland oder Afghanistan. 180 Studenten aus mehr als 20 Ländern. Der Ablauf der Sitzung ist bis ins Detail vorgegeben. Auch die Pausen. Nicht zum Kaffee trinken, sondern zum Weiterverhandeln. Das ist eine Möglichkeit der Geschäftsordnung, die da ist. Und es ist auch tatsächlich so, wenn Studierende einen Tag so langsam reinkommen, sich in ihre Rolle einfinden, da gibt es hitzige Debatten. Jeder Studierende vertritt ein Land. Wer wen spielt, wurde schon vor Wochen ausgelost. Einzige Bedingung, niemand darf sein eigenes Land vertreten, um Verständnis zu wecken für fremde Meinungen, aber auch... Weil es einfach tierisch viel Spaß macht und weil es die Theorie mit der Praxis verbindet. Und das ist wirklich gut daran. Also man kann einfach das, was man stundenlang pauken muss, anwenden und dabei auch noch nette Leute aus allen Ländern treffen. Bei allem Spaß, das Politikspiel hat einen ernsten Hintergrund. Die meisten hier studieren Politik und wollen später zum Beispiel in Botschaften arbeiten. Da heißt es dann auch, viel reden und andere überzeugen. Es ist mehr Kuhhandel manchmal, als man denkt, aber es ist schon sehr viel, auch sehr ernsthafte Verhandlungen hier. Da sieht man mal, wie schwer das ist überhaupt, dass die Länder auf einen Nenner kommen. Man sieht, dass das Konsensfinden speziell in der UN sehr, sehr schwierig ist und dass es eine sehr lange Debatte mit sich zieht. Und ja, ich bin der Meinung, dass wir aber schon sehr viel geschafft haben und dass wir auch eine sehr gute Resolution introducen können. Mancher ist offenbar so richtig drin in seiner Rolle als UN-Botschafter. Wenn das Politikspielen so gut klappt, dann liegt es auch an der Vorbereitung. Ein Studentenverein kümmert sich das ganze Jahr über darum. Der Verein hat zum Ziel gesetzt, sich internationale und deutsche Studenten zu vernetzen und diese zusammenzubringen, um das größtmögliche Planspiel, das interessanteste Planspiel in Duisburg und der Ruhrregion zu machen. Ganz wichtig ist die Etikette. Formale Kleidung ist Pflicht, für viele Studenten ungewohnt, aber eine gute Übung für das spätere Berufsleben, glaubt der Professor. Und noch mehr. Sie lernen rhetorisch sich zu äußern. Es ist ja durchgängig auch englischsprachig. Sie lernen Verhandlungstechniken. Sie lernen auch geduldig abzuwarten, bis Sie sozusagen Möglichkeit haben, sich zu äußern. Sie müssen lernen, diplomatisch mit anderen Positionen umzugehen. Im Herbst findet eine Simulation wie diese in New York statt. Einige Duisburger Studenten werden dann dabei sein und die Arbeit der echten UN erleben. Ja, und jetzt können Sie